Ich bin Gunnery Sergeant Hartman und zuständig für eure Grundausbildung. Von nun an werdet ihr nur reden, wenn ihr angesprochen seid. Und das erste und das letzte Wort aus eurem dreckigen Maul wird Sir sein. Habt ihr Maden das verstanden? Sir! Jawohl, Sir! Meine Leute können froh sein, dass sie mich haben. Ich bin nämlich der härteste Trainer, den was es gibt. Es überleben nur die Harten. Die Schlechten werden alle aussortiert. Und deswegen können alle froh sein, dass sie bei mir trainieren. Dieses Mindset, das gab es besonders oft früher. Doch wie sollte es eigentlich heutzutage aussehen, das richtige Mindset für Trainer? In erster Linie ist es mir besonders wichtig, dass man sich im Klaren ist, welche Rolle man als Trainer einnimmt. Der Trainer sollte ein guter Dienstleister sein. Er sollte für seine Schüler da sein. Und zwar nicht nur für eine besondere Gruppe der Schüler, sondern für alle Schüler. Und das gelingt dann gut, wenn man die Schüler individuell fördert. Vielleicht hat einer deiner Schüler gerade ein Problem in seinem Selbstvertrauen. Und dann musst du hingehen und ihm dort weiterhelfen, dass er ein gutes, gesundes Selbstvertrauen schafft, um auf die nächste Stufe zu gelangen. Ein anderer Schüler hat vielleicht bereits ein gutes Selbstvertrauen. Hier musst du vielleicht an anderen Punkten anknüpfen, um auch ihm zu helfen. Manche Schüler sollte man in seinen körperlichen Fähigkeiten stärken, einen anderen vielleicht in seinen geistigen, um am Ende die beste Version von sich selbst rauszubringen. Das ist meiner Meinung nach die klare Erfolgsregel für jeden Trainer. Sei für deine Leute da. Interessier dich für deine Schüler. Schau, wie es ihnen geht. Hilf ihnen bei den Aufgaben und du wirst sehen, am Ende werden die Schüler dann eine Brücke auch zu dir bauen. Denn wer Gutes tut, dem widerfährt auch Gutes. Deshalb konzentriere dich mit deinem Trainer-Mindset darauf, dass du für deine Leute da bist, dass du ihnen jedes Mal das beste Training lieferst, das du liefern kannst. Überleg dir, welche Inhalte gerade jetzt wichtig sind dafür, dass deine Leute wachsen, dass deine Schüler wachsen und von Tag zu Tag besser werden. Verlier nicht die, die was vielleicht ein bisschen schwächer sind, sondern stärke sie und zieh sie mit auf das Level von den anderen. Und dann wirst du sehen, dein Job, deine Berufung, das Trainer sein, ist der tollste Job, denn was es gibt auf der Welt. Denn die Energie, die was du jeden Tag an die Schüler gibst, die bekommst du auch in Form von hohem Selbstvertrauen, in Form von Ergebnissen und Erfolgen zurück. Und das pusht dich auch selbst menschlich auf das nächste Level.